Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich in der letzten Zeit keine Maus mehr benutze. Und nein, das heißt nicht, dass ich im Moment nur meine Tastatur zum Arbeiten habe, sondern dass ich vor kurzem auf ein Magic Trackpad 2 von Apple umgestiegen bin. Da ich mir ja vorgenommen habe, zu jedem interessanten Stück Technik auf meinem Schreibtisch mal ein extra Video zu machen und da das außerdem hier eine richtig gute Möglichkeit ist, mal das Magic Trackpad mit der Magic Maus von Apple zu vergleichen, gibt's heute einfach mal ein Video mit meinem Erfahrungsbericht und den Vor- und Nachteilen von beiden. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Magic Maus und die erklärt sich eigentlich schon ganz von selbst und zwar durch ihren Namen. Denn eigentlich ist sie eine ganz normale Maus, die eben ein bisschen, naja, magisch würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber ein paar besondere Eigenschaften hat. Es fängt damit an, dass man auf den ersten Blick gar nicht erkennt, dass es sich hier um eine Maus handelt und das liegt hauptsächlich an der Form, die mich auch gleich schon zu dem ersten Punkt bringt, der glaube ich am meisten überhaupt diskutiert wird. Und zwar die Form bzw. auch der Haltekomfort. Denn da die Maus keine wirkliche Wölbung hat wie gewöhnliche Mäuse, sondern ziemlich flach ist, ist sie für viele nicht so angenehm zu benutzen, da man so schnell seine Hand verkrampft. Und ganz ehrlich, als ich auf diese Maus umgestiegen bin, ist mir das fast nicht aufgefallen und es hat mich anfangs zumindest überhaupt nicht gestört. Ich hatte in meiner gesamten Testzeit auch immer eine normale Gaming-Maus von Rocket zu Hause und wenn ich dann mal gezockt habe, dann habe ich die auch benutzt, weshalb, das erkläre ich euch gleich noch. Aber ansonsten habe ich wirklich immer meine Magic-Maus benutzt und war auch sehr zufrieden, denn jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die diese Maus ausmachen. Und zwar ist der erste Punkt, der übrigens auch dazu beiträgt, dass man sie nicht zum Zocken verwenden kann, dass es eigentlich nur eine Taste gibt. Es ist zwar möglich, in den Einstellungen sozusagen die zweite Taste zu aktivieren, indem man ein Häkchen setzt, dass es einen Rechtsklick geben soll, wenn man auf die rechte Seite der Maus klickt, aber physisch ist es nur eine Taste. Das ist zwar eigentlich kein Problem, da sich das Klicken nach einer kurzen Eingewöhnungszeit wieder ganz normal anfühlt, solange man eben nicht zockt. Weil da wird man echt verrückt, gerade wenn man mal Shooter spielt, bei denen man mit einer Taste zielen und mit der anderen schießen muss. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass fast die gesamte Oberfläche bis auf den untersten Teil touchsensitiv ist. Das heißt, man kann wie bei einem Handy Eingaben nur durch das Tippen mit dem Finger machen. Und hier merkt man auch, dass diese Maus eigentlich nur für den Mac gedacht ist, denn man kann sie theoretisch auch auf einem Windows-Rechner benutzen, aber da funktionieren eben eine ganze Menge der coolen Gesten nicht, die in macOS eingebaut sind. Diese Gesten waren auch hauptsächlich dafür verantwortlich, dass ich nicht mehr zu einer normalen Maus gewechselt bin, weil ich sie da einfach jedes Mal sofort vermisst habe. Die wichtigste von allen finde ich, dass man durch das Streichen mit einem Finger in Final Cut Pro, meinem Schnittprogramm, in der Timeline hin und her gelangen kann. Das ist um Welten praktischer, als jedes Mal mit dem Scrollbalken hin und her zu scrollen. Außerdem kann man mit einem Doppeltipp mit zwei Fingern die Übersicht aller geöffneter Programme sehen und mit einem Wisch mit zwei Fingern den Schreibtisch wechseln. Wenn ich das mit einer normalen Maus machen will, dann muss ich erstmal auf der Tastatur die richtige Taste finden, dann die Maus bewegen und dann noch den richtigen Schreibtisch anklicken. Und allein das braucht, wenn man es direkt vergleicht, so viel mehr Zeit, die man einfach einsparen könnte. Ansonsten ist aber noch das eigentliche Scrollen viel einfacher und natürlicher, da es kein Rad gibt, aber man dafür einfach auf der Mausoberfläche scrollen kann. Ihr merkt also, dass ich eigentlich sehr überzeugt von der Magic Maus 2 bin und selbst wenn sich wahrscheinlich viele von euch nicht mal ansatzweise vorstellen könnten, mit dieser Maus zu arbeiten, ist die Integration in macOS einfach so gut, dass sie wahrscheinlich gleichzeitig auch viel überzeugen wird. Wenn ich jetzt aber so zufrieden mit der Magic Maus war, wieso wollte ich dann ein Trackpad haben und wozu braucht man das überhaupt? Wenn man am Laptop arbeitet, dann nervt einen das Ding schon die ganze Zeit und wieso sollte man das dann auch noch an einem Desktop-Rechner benutzen, wo man doch auch einfach eine Maus benutzen kann? Zuallererst muss man wissen, dass es sich generell bei den Trackpads, die Apple entweder in den MacBooks oder auch wie hier als externe Version baut, keinesfalls um schlechte Trackpads handelt. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel sind sie im Vergleich zu anderen super präzise, erkennen so ziemlich jede Eingabe perfekt und auch die Technik hinter dem Klicken ist einfach nur genial. Denn eigentlich klickt das Trackpad gar nicht, sondern der Klick wird durch eine Vibration, also durch die allseits bekannte Taptic Engine im Inneren, vorgetäuscht. Und das Trackpad wird im Prinzip gar nicht eingedrückt. Das merkt man am besten, wenn man das Trackpad einmal ausschaltet, denn dann passiert genau gar nichts mehr. Um einem jetzt aber noch das Gefühl zu geben, als ob man wirklich drücken würde, wird jeder Klick noch von einem kleinen Sound unterstützt. Nun fragt man sich vielleicht, warum man das alles überhaupt braucht, aber nur durch diese Technik kann man nicht nur an jeder Stelle auf dem Trackpad genau gleich klicken, sondern man kann auch zum Beispiel wie beim iPhone an manchen Stellen im System kräftiger auf Inhalte drücken und sich so zum Beispiel schon mal eine Vorschau eines Links, eine Übersetzung eines Wortes oder etwas ganz anderes anzeigen lassen. Außerdem kann man so die Stärke des Klicks einstellen, das heißt, wie stark die Vibration ausgelöst wird. Und wenn man will, kann man sogar ein sogenanntes lautloses Klicken aktivieren und dann hört man fast nichts mehr von dem eigentlichen Klick. Und falls ihr euch wundert, wie man bei dem Trackpad einen Rechtsklick macht,
Entweder man drückt einfach mit zwei Fingern, was erstaunlich gut funktioniert und mittlerweile meine Methode ist, oder alternativ gibt es auch die Möglichkeit, ganz rechts unten zu drücken. Außerdem, und das ist hier auch wieder das Entscheidende, hat auch das Trackpad auf der gesamten Oberfläche ein Touchfeld. Das heißt, hier sind auch wieder so ähnliche Gesten möglich, wie schon bei der Magic Mouse. Nur sind es hier viel mehr, sodass ich euch jetzt nur die wichtigsten zeige. Natürlich gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, schnell zwischen Schreibtischen und den offenen Apps zu wechseln. Das funktioniert hier einfach mit drei Fingern. Und was ich auch genial finde, dass man zum Beispiel noch besser durch Bilder oder andere Inhalte scrollen kann, da man hier einfach nochmal mehr Fläche hat. Die Gesten, die für mich aber mit kaufentscheidend waren, sind die Gesten in Final Cut, denn hier ist es fast so, als ob man die Timeline auf dem Tisch liegen hätte. Denn man kann ganz einfach mit zwei Fingern in der Timeline scrollen, aber dazu noch rein und raus zoomen, indem man einfach mit zwei Fingern auf dem Trackpad zoomt. Alleine die Integrierung in Final Cut ist für mich eigentlich schon entscheidend, dass ich lieber das Trackpad benutze als die Magic Mouse. Aber auch sonst finde ich es irgendwie angenehmer, mit einem Trackpad zu arbeiten und außerdem passt es irgendwie optisch auch besser zu der Tastatur. Jetzt habe ich euch schon erklärt, wie die Maus und das Trackpad jeweils aufgebaut sind und wie sie funktionieren, aber eine Sache habe ich noch nicht angesprochen, und zwar die Akkus. Denn beide bekommen ihren Strom durch die Akkus und bei dem Trackpad ist das zumindest mit dem Anschluss ein bisschen besser gelöst. Und zwar kann man da das Lightning-Kabel auf der Rückseite einfach einstecken, so ähnlich wie bei der Tastatur. Bei der Maus muss man hingegen die Maus umdrehen und unten ist erst der Lightning-Port zu finden, was einfach ziemlich beschissen gelöst ist, weil dann kann man die Maus nicht benutzen, während sie lädt. Abgesehen davon schneidet die Magic Mouse in dem Akkutest aber deutlich besser ab als das Magic Trackpad. Und zwar kam ich mit dem Trackpad mit einer Akkuladung nur rund 4 Wochen. Und wenn ich die Magic Mouse dann mal voll aufgeladen habe, dann ging es so 6 bis 8 Wochen, bis da der Akku zur Neige ging. Das heißt, da habt ihr bei der Maus auf jeden Fall einen Vorteil. Das war's jetzt aber auch mit diesem Video. Ihr könnt mir gerne unten ein paar Kommentare schreiben, ob ihr euch vorstellen könnt, mit einem Trackpad zu arbeiten und wie ihr sonst zu der Sache steht. Und wenn ihr schon gerade dabei seid, könnt ihr mir gerne noch ein bisschen Feedback dalassen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns aber beim nächsten Video wieder. Also haut rein und bis dahin. Ciao.